ist die Mannschaftsaufstellung unseres Trainers Jan Mehnert. Mit der Nummer 31 Tor Sebastian Patzler, mit der Nummer 3 Moritz Röding, mit der 5 der Kapitän Thjörn Opoff, die 7 trägt Senior Saric, Nummer 11 hat Jonas Erlich Drüppel, die Nummer 15 trägt Christopher Schorch, die 20 hat Kevin Rodriguez Pires, die 21 trägt Noah Salau, die 28 hat Lars Bender, die 48 trägt Marco Königs und die 53 Burak Genscher. Auf der Ersatzbank neben Platz der Ersatztorwart Pajam Safapur Malekabad, die Nummer 6 Jody Müller, Nummer 8 Daniel Grebe, die 13 Joel Tomczak, die Nummer 14 Matteo Aramburu, die Nummer 24 Isaac Akritidis und die 27 Kevin Pitlick. Schiedsrichter sind Cedric Gottschalk, Sven Heinrichs und Marco Lechtenberg. So, jetzt Fußball. Auf geht's, Rot-Blau. Ja,
Ja, liebe WSV-Fans, nach fast einjähriger Pause melde ich mich zurück aus dem Stadion am Zoo im Spiel Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen. Soeben ist das 1:0 durch Rodriguez gefallen, durch einen Elfmeter, den ich leider nicht erfasst habe. Ein schönes Spiel wünsche ich, euer Erik Annalasen. Die zweite Halbzeit gibt es wie immer von der Nord. Hier ist die Stimmung zwar heute jetzt eher mau, aber ich hoffe mal auf gute Bilder. Nicht runter, die Tacke!
BSV! BSV! Rot! Blau! Rot! Blau! Rot! Blau! Zuschauer stimmt ja noch nicht, ne? Ich zeige euch jetzt mal die Null-Zuschauer. Also ich kann mir nicht helfen. Beim Zählen der Zuschauer gibt es hier seit 15 Jahren irgendwie immer ein Problem. Ich habe schon mal so viele Leute im Stadion auf der Tribüne sitzen sehen und dann wurde bekannt gegeben, 1200 Zuschauer. Und jetzt sitzen da auch viele und dann wird bekannt gegeben, null Zuschauer. Also da muss man noch dran arbeiten. Lieber Schwan, der passt da. Klasse, Mann. Ja, das können noch spannende 10 Minuten werden. Come on!
3 Minuten Nachspielzeit. Spinnt auch. War das der Schlusspfiff? Wie geil! Die ganze Nordtribüne jubelt, WSV, WSV, da, 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 da. 1:0 gegen Aachen, immer geil. Die sind nicht so schlecht. Danke!